Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hydonia, wo wir heute in der Stadt sind und ja, mächtig shoppen gehen. Bin mal gespannt, ob ich alles im Kopf noch habe, was wir alles brauchen, aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass ich wieder irgendwas vergessen habe. Okay. Gehen wir erstmal shoppen hier und zwar für das Schild bekommen wir die Möglichkeit, einen Käfig zu bauen. Sehr gut. Dann gucken wir mal, was war das andere? Eine Voliere? Nee, wie heißt das? Volkoliere? Vukuila? Ach so, wir können das eigene Reparaturwerk drin haben. Das ist natürlich cool. Auch 14 und 20. Wieso brauchen wir denn für eine Kriegsachse eine Ballonpause? Ich bin verwirrt. War das wieder falsch? Ah nee, das war da oben für die abknickende Vorfahrt hier. So, das heißt, wir brauchen jetzt um die nächsten Sachen fertig zu haben, einen 14er Käfig und einen 20er Käfig. Easy. Und jetzt brauchen wir zwei Hochförderer. Mindestens. So viel mehr Rohre brauchen wir gar nicht, weil die ja in diesen Teilen verlaufen. Wir brauchen einen neuen Ernter, wie auch immer der richtig heißt. Wie heißt denn der? Das ist der Schmelzer eigentlich, ne? Wir müssen uns gleich mal angucken, dass ich sowieso so ein Problem, dass ich immer nicht die falschen Worte verwende. Oh, ich habe gerade voll Bock Star Citizen wieder mal zu spielen. Ich komme im Moment echt zu nichts. Ich muss mir da in Zukunft mal wirklich ernsthaft Gedanken zum Thema Projekte machen. So, eins. So, das wäre jetzt erstmal das. Dann brauchen wir die Geraden, ne? Fünf. Jetzt schon eng hier. Ich hoffe, dass ich die hier zumindest ineinander stapeln kann. Zwei. Falsch. Ja, ich glaube, also wir können das wirklich mit diesen Autoschmelzdingern, die wir jetzt unter die Sortierer gestellt haben. Das können wir wirklich ohne Trichter machen, ne? Wenn wir das jetzt ein bisschen ausarbeiten. Vielleicht noch jetzt die Etage tiefer legen, dass wir da schöner drankommen. Das ist ja alles noch nicht so schön. Das ist ja alles so halb in die Erde gequast. Ich glaube, auch das geht schöner. So, und dann brauchen wir einen. Guck mal, wie das wirklich richtig heißt hier. Einen. Der hier. Ernter, doch. Ernter ist richtig. Haben wir dann alles. Zweimal nach oben. Lang geradeaus.
Meiner Ansicht nach müsste das alles sein, ne? Ich würde aber trotzdem schon mal ein paar weitere gerade mitnehmen, da können wir das schon mal aufbauen. Da müssen wir nicht jedes Mal umbauen, wenn wir neue Ernte da reinbauen. Neue Bohrrammen. Nicht Brammen. Rammen. Brammen ist etwas anderes. Jod. Ja, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, da bin ich ganz sicher. Was es sein wird, finden wir heraus. Normal Rohre könnten wir eigentlich fast selber bauen. Sollen wir mal gucken. So. Ernte, Ernte, Ernte. Ja, ich hätte natürlich jetzt eigentlich auch schon weiter ausbauen können. Also zum Beispiel jetzt noch weitere Bohrrammen. Aber ich will das auch ein bisschen Stück für Stück machen hier. Aber jetzt gehen wir erstmal schlafen, würde ich sagen. Das ist eine komplett zerstörte Baustelle hier. So. Gut, also als erstes, dann würde ich jetzt hier wirklich dann den Dings hier einsetzen, den, so. Mal gucken, aus welcher Richtung wir da überhaupt passend drankommen. Okay, da ist der Ausgang. Oha. Wieso muss ich jetzt gerade schon wieder an so ein UIG-Spiel denken mit Bauernhof irgendwas? Di-li-li-li-li. Na gut. Wird irgendwie gehen, hoffe ich. Weil hier kommt nämlich nichts raus, ne? Nee. Wo war ja? Ja, dann müssen wir hier unten rum irgendwie. Von den Bohrrammen noch weiterlaufen lassen wahrscheinlich, ne? Das könnte gehen. Di-di-di-li-di. Tudeli-du. Ich wurde übrigens mal gefragt, warum ich immer noch keine unterirdische Anlage gebaut habe. Ja, ich sag mal, das läuft uns ja nicht weg, ne? Also gerade diese Anlagen scheinen hier prädestiniert dafür, nicht wegzulaufen. So wie ich die baue. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt schon die unterirdische Anlage. Dann würden wir jetzt da nur noch irgendwie dann rumfummeln und dann wäre in ein paar Folgen schon Schluss. Persönlich möchte ich das nicht. Ich möchte, dass es noch ein bisschen weitergeht. Ein bisschen noch. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Oh, habe ich mich da vertan? Habe ich da im Eifer des Gefechtes gedacht, wir hätten auf jeden Fall genug von diesen Förderern? Werden diese aber am Ende jene sein, welche uns fehlen? Na, da muss ich doch einmal bis Swington Cha-Cha-Cha hier aufs Parkett legen. Dabei mit meinem Gesäß wackelnd eine Dame oder einen Herrn über das Tanzparkett schieben. In einem Glitzeranzug mit schwarzen langen Ärmeln, die so ausschlackern am Ende. Ich hab nichts davon gesagt, dass ihr euch das jetzt bildlich vorstellen sollt. Das seid ihr selber schuld jetzt. Mit dem Bild im Kopf müsst ihr selber klarkommen. Cha-cha-cha. So. Na,
Na, ist doch easy. Das scheint doch alles hier perfekt zu funktionieren. Bis auf, dass ich überhaupt keinen Anschlussrohr dafür habe, für die Bohrrammen nicht. So, dann können wir die ja eigentlich direkt hier hinstellen. Ah, ich würde vielleicht dann... Oder? Aber ich glaube, das ist dann so eher lateinamerikanisch, wo man diese schwarzen Klamotten trägt, oder? Nio. Einmal falsch abgebogen, entschuldigen Sie bitte. Ich muss gerade so an diese Sendung mit der Maus denken, wo die die Atomkraft erklärt haben. Da haben sie auch so Mausefallen mit Tischtennisbällen bestückt und dann alle irgendwo hingelegt und dann, wenn man... war so Kettenreaktion, glaube ich, erklärt mehr, ne? So ein Ding war das nämlich. Genau, dann müssen wir mit dem jetzt hier irgendwie so ganz nonchalant da um die Ecke kommen. Schon ein bisschen Platz gegeben hier, ne? Haben wir hier noch die Rohre, die wir hier ausgebaut haben. Die können wir auch noch verwenden. Ist doch alles super. Kein Blei frei. Muss ich überlegen, ne? Das ist doch gar nicht so lange her, dass bleifrei ein Feature war. Oder ist das schon so lange her? Bin auch schon ein sehr alter Mann. Gut. Dann haben wir das Messgerät rein und dann brauchen wir hier zwei Abzweige. Das Tolle ist, die können wir selber herstellen. Ist das was? Dann gucken wir mal. Ich mach mal da drin. Und dann müssen wir noch einen passend sägen. Gut. Das ist das und das ist jenes. Dann brauchen wir noch zwei Kurven. Ich brauche noch ein paar mehr Kurven wahrscheinlich, ne? Da eine Kurve noch und ein paar gerade Stücke. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Drei.
Können wir den auch wieder hier reinbauen, beziehungsweise vielleicht so. Und dann hier, dass wir hier so eine zweite Etage kriegen. Das wäre so ein bisschen das Ziel. Dass wir nur dann erst die Rohre bauen, glaube ich, ne? Sonst geht das nicht. Mal was kommt. Dann machen wir es mit mehreren Umdrehungen hier, dann haben wir das schön passend. Gut, eins noch. Eins noch. Wie viel wiegt der? 1,74. Das müsste ja eigentlich, wenn das so ein kleiner Brocken ist, viel, 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 viel schneller heiß werden. Eigentlich. Gut. Passt. Wackelt. Unter Luft. Dann würde ich sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren draußen an den Empfangsgeräten, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann würden wir dieses Monstrum vielleicht auch schon in Betrieb nehmen. Vorher gucke ich natürlich noch, was ich alles vergessen habe und ob das auch funktioniert. Werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.